Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Es ist endlich soweit, das Gerstenfeld ist gewachsen und wir können es jetzt abernten. Unsere Erbsen sind auch bereit zur Ernte, okay. Eigentlich müssten wir die Erbsen zuerst machen, weil es gibt gerade für den Erbsenpreis 1471 Euro pro Tonne. Das heißt eigentlich, ehe ich mich um das Gerstenfeld kümmere, muss ich mich eigentlich um unser Erbsenfeld kümmern. Und das werden wir auch machen. Wir werden uns erst um unser Erbsenfeld kümmern. Weil, ja, das kann ich nicht ausschlagen, das Angebot. Für das Geld möchte ich gerne unsere Erbsen verkaufen, weil wir kriegen immer 4,5 Tonnen auf den 4,5 Tonnen immer auf den Anhänger und ja, also das bringt auf jeden Fall richtig Geld diesmal. Ist natürlich überall jetzt hier wieder ziemlich viel Gras gewachsen und alles, aber das ist okay, das ist okay. Ich werde erst unsere Erbsen ernten und ich muss die für den Preis unbedingt verkaufen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich ein paar Folgen Oh mein Gott. Nein, 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 das ist nicht gut, was ich jetzt hier gemacht habe. Da habe ich jetzt ein bisschen was eingebüßt. Ja, ich muss mal schauen, ist unser Lager denn eigentlich leer? Unser Lager ist, glaube ich, leer. Na, da ist nichts drin. Da kann ich jetzt auf jeden Fall. Ne, Moment. Mit V, ne? Ja. Unser Lager muss ich füllen. Weil das bringt erstmal richtig Kohle hier. Das Feld. Der Ertrag ist auf jeden Fall richtig gut. Und ja, dem kann ich eigentlich nicht widerstehen, das Feld hier nicht abzuernten. Wir müssen uns natürlich dann auch später um das Gerstenfeld kümmern. Das ist auf jeden Fall auch Fakt. Aber wir müssen richtig Kohle machen. Wenn wir hier 1400, 1500 für eine Tonne kriegen und wir kriegen immer 4,5 Tonnen auf unseren Anhänger drauf hier. Dann heißt das, wohl oder übel, erstmal unsere Felder, dann das Feld von dem Kollegen. Und wir kriegen richtig, richtig gut raus hier. Wir kriegen richtig gut raus. Wenn ich das natürlich für den Preis dann verkauft kriege, dann scheppert's in der Kasse. Dann scheppert's auf jeden Fall in der Kasse. Und dadurch, dass wir unser Feld so gut gedüngt haben, ist der Ertrag halt auch höher. Und das muss ich, das, nee, das geht nicht. Dann können wir uns definitiv irgendwann dann bald jetzt einen neuen Traktor kaufen. Der auf jeden Fall besser ist. Vielleicht können wir uns sogar noch ein Auto kaufen oder einen Anhänger. Ich weiß es nicht, müssen wir mal sehen. Wie wir das hinkriegen. Aber erstmal müssen unsere Erbsen hier dran glauben. Auf jeden Fall. Mal selbst für das bisschen hier kriegen wir jede Menge. Und wenn wir 4,5 Tonnen im Silo haben, müssen wir das dann wegschaffen.
Und verkaufen. Natürlich können wir erstmal alles ins Silo packen und dann halt mit zwei Anhängern vollfahren. Das geht auch. Mal, wir haben die 4,5 fast zusammen. Wir haben die 4,5 fast zusammen. Wenn wir die verkaufen, dann scheppert's richtig. Dann scheppert's auf jeden Fall richtig in der auf dem Konto. Und ich habe auch noch Sachen, glaube ich, die ich verkaufen kann. Kommt auch noch mal einiges an Geld dazu. Und dann können wir uns das eine oder andere Gerät. Also auf jeden Fall einen besseren Traktor. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, sind wir dann 53% schon wieder vollgeladen hier. Das dauert natürlich eine ganze Weile, ne? Vielleicht könnten wir uns auch erst den... Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Ladung verkaufen. Wir können uns dann... Wir könnten uns den größeren Anhänger schon holen. Aber da muss ich ja auf jeden Fall auch erstmal dahin fahren mit dem, Traktor. So. Fallrohr ausfahren. Und alles hier rein. Jetzt hätten wir auf jeden Fall schon ein Anhänger voll. Mal sehen, wie viel wir rauskriegen aus den Feldern hier. Könnten natürlich auch was drin lassen und schauen, dass wir dann wirklich bessere Preise kriegen. Aber 1400 ist auf jeden Fall nochmal 500 Euro mehr für eine Ladung. Ist auf jeden Fall nochmal einiges mehr und dann... Ja, vielleicht lassen wir das mit dem Anhänger auch erstmal und holen uns erstmal nur einen neuen Traktor. Mal sehen, wie wir das machen hier. Also Erbsen bringen halt zurzeit viel. Ich weiß nicht, ob der Preis auch immer steigt, den wir da beim Markt kriegen. Da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Tausend haben wir schon drin. Ah, ich weiß, ich fahre zu schnell. Ist da alles in Ordnung? Ach, ich freue mich schon echt auf den, ich freue mich wirklich auf den neuen Traktor. Der wird uns auf jeden Fall das Leben um einiges erleichtern. Aber die Gerste, das Gerstenfeld müssen wir halt auch abernten. Damit wir das dann krubbern können. Wir sollen es ja wirklich nur kultivieren und nicht pflügen. Ich hoffe doch mal, der Preis ändert sich jetzt nicht. Wäre natürlich sehr doof. Das wäre natürlich sehr doof. Wir machen auch am besten erst das große Feld hier. Weil das bringt halt doch mehr Ertrag als das andere.
Ja, das passt alles ins Silo hier. So, dann haben wir zumindest das eine Feld komplett abgearbeitet. Da müssten wir eigentlich knappe 10.000 kriegen für eine Ladung, die wir hinschaffen. Wenn wir natürlich einen besseren Anhänger hätten und einen schnelleren Traktor, würden wir noch mehr bekommen. Mal sehen, ob wir uns das dann, was wir uns dann vor allen Dingen leisten. So, das nehmen wir natürlich noch mit hier. Die Ecke. Haben wir einen 46%. Wir können sogar richtig rein. Ich hoffe mal nur noch, dass es noch immer noch 1400 gibt. Aber sollte es eigentlich. Prozent. So, dann haben wir hier vorne noch eine kleine Ecke stehen, da haben wir noch eine Ecke stehen. Also der Traktor rückt in greifbarer Nähe, aber sowas von. Ich hoffe mal, dass dann nur unsere Sozialpunkte ausreichen. Ich hoffe mal, dass die dann ausreichen, dass wir uns den dann auch leisten können. So. Das eine Feld sollte man eigentlich jetzt fast abgeerntet bekommen. Ich denke mal, die 9-Mähdrescher, die sind auf jeden Fall auch effektiver und schneller auf jeden Fall. Aber bis wir uns einen 9-Mähdrescher leisten können, boah, das wird noch dauern, Leute, das wird noch dauern. Das wird definitiv noch dauern. Dann die letzte Fahrt hier auf dem Feld. Ja, das passt definitiv noch alles rein. Geerntet. Okay, haben wir nichts mehr. Da ist das auf jeden Fall abgeerntet. Wie viele Tonnen haben wir noch rausgekriegt? Mal schauen, gibt es noch? Erbsen 1471 gibt es sogar noch, ja. Fast 10 Tonnen haben wir jetzt hier drin. Wir haben noch ein komplettes Feld, was wir ernten können. Ja, will ich nicht abkuppeln. So, dann gucken wir mal. Mal das hier reinkriegen komplett, ne?
das wären auf jeden Fall zwei volle Wagenladungen, die wir hier abgeben. Dann schauen wir mal, wie viel Geld wir bekommen für eine. Ach ja. So, und wie gesagt, das Feld dort drüben können wir auch abernten. Weil das gehört ja, also das gehört nicht uns, aber wir sollen das ja nur kruppern. Aber das wäre halt eine totale Verschwendung, die Gerste nicht vorher abzuernten. Und warum hat sie jetzt hier so ein Auto vor uns gesetzt einfach? Da wächst doch überall das Gras, das sieht doch alles nicht so schön aus. Die Frage ist, reicht das mit dem Geld, was wir jetzt bekommen, uns den Traktor zu holen und vielleicht sogar den Anhänger dazu? Dann brauchen wir nämlich bei der Gerste nicht so... Wir müssen auf jeden Fall heute hier eine Nachtschicht einlegen. Wie gesagt, ich habe halt nur Angst, dass die Sozialpunkte nicht komplett ausreichen. Das ist halt so mein Problem, obwohl ich relativ viele Sozialpunkte bekommen habe. Aber wir müssten eigentlich irgendwo mehr Sozialpunkte herkriegen. Hier ist zum Beispiel auch ein... Sieht fast auch aus wie Erbsen hier, das Feld. Nehmen wir uns halt noch ein Erbsenfeld kaufen. Und das können wir auch abernten. Gibt es noch mehr Kohle? Mal schauen. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie viel Geld machen wir hier? Einundvierzigtausend haben wir. Siebenundvierzig. Vier Tonnen, 4000, ja 6000 ungefähr machen wir hier mit einer Ladung. Das würde definitiv für einen Traktor reichen. Aber wir bräuchten halt noch 10.000 für einen größeren Anhänger. Dann brauchen wir ja nicht mit diesem kleinen durch die Gegend kutschen. Und wenn wir uns jetzt den Anhänger kaufen, müssten wir uns den Anhänger natürlich auch abholen. Also ich würde dann vielleicht eher sagen, dass wir den Traktor und den Anhänger vielleicht zusammenkaufen, dass wir den gleich mitnehmen. Gibt's noch? Ja, 1400 noch. Vielleicht gibt es natürlich auch morgen mehr. Wir können uns natürlich den Traktor kaufen. Mit dem wird man auch ein bisschen schneller sein. Das könnte man auch machen. Das könnte man natürlich auch machen, dass man den Anhänger... abstellen, den Traktor abstellen, dass wir uns den Traktor kaufen. Dann sind wir auf jeden Fall auch schneller unterwegs. Das können wir natürlich auch machen. Ich muss halt nur schauen, wo kaufe ich mir den Traktor? Welchen Traktor kaufe ich mir? Ich habe ja noch, glaube ich, Haufen Eier und so, was ich verkaufen kann, ne? Ja. Das müsste ich eigentlich auch erstmal verkaufen gehen. Ich muss ja sowieso zur Bushaltestelle. So, Anhänger abgekuppelt.
Faktor an der Seite stellen. Mal schauen, ob ich Bienenhonig habe. Äpfel. Äpfel habe ich hier auf jeden Fall noch. Kann ich auf jeden Fall auch Apfelmus draus machen. Das heißt, Apfelmus bringt auch jede Menge Geld, ne? Beim Verkaufen dann. Ah, das ist jetzt die Sache, ne? Das ist halt jetzt die Sache, was wir jetzt machen. Weil es auch so viel Äpfel sind. Die wir hier abnehmen. Sollten wir uns eigentlich... mal gucken. So. Jetzt alle erwischt. Hier ist noch ein Apfel, da hängt noch ein Apfel. Okay, dann gucke ich nochmal nach. Gucke ich nochmal nach dem Honig. Oder mal den Honig habe ich mit. Kann ich den dort vorne noch mitnehmen? Machen wir mal hier schnell Apfelmus draus. 174 Apfelmus. Dann verkaufen wir das noch. Dann schauen wir mal, ob wir uns wirklich den Traktor schon leisten können. Dann sind wir auf jeden Fall definitiv um einiges schneller unterwegs. Hier war gerade noch ein Pilz. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, du kannst helfen. Ich möchte handeln. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ich muss alles verkaufen hier. Ja, komm. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Kürbissuppe behalte ich mal noch, bin ich schon bei 56.000 jetzt. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wo haben wir einen Fahrzeughändler? Wir haben hier unten einen. Aber wo gab es da auch den Anhänger? Oder bei dem dort oben? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Gab es hier den grünen Traktor, den ich mir gerne kaufen würde? Ja, hier gab es auch den Anhänger. Oder ich muss hier durchgehen. Okay. 80.000 Sozialpunkte. Warum habe ich keine 80.000 Sozialpunkte? 95.000 Sozialpunkte. Den könnte ich mir leisten. Warum habe ich nur so wenig Sozialpunkte, ey? Das ist... Shit. Dann reicht's ja vom Geld doch nicht her. Ich muss mehr Missionen machen. Ach, scheiße. Selbst der Kleine ist ja so teuer. Ja, guckt mal, 80.000 Sozialpunkte. Das heißt, ist noch nichts mit Traktor hier in Sicht. Scheiße. Ist noch nichts
Tempel zu suchen. Eieiei. Doch noch nichts mit dem neuen Traktor. Es reicht einfach nicht vom Geld her. Das ist... Warum sind diese verdammten Sachen auch so teuer, ey? und 87.000 Sozialpunkte. Ich brauche mehr Sozialpunkte. Könnte mir den Anhänger könnte ich mir leisten, ja. 20.000, Mist. Bekomme ich auch noch 1024 Sozialpunkte. Okay, selbst wenn ich mir jetzt den Anhänger leiste. Nee, wir müssen noch mehr Geld machen. Wir müssen noch mehr Kohle machen, unbedingt. Wir müssen das alles noch verkaufen. Ist noch nichts mit. Ist noch nichts los hier. Mit einem neuen Traktor. Schade, schade, schade. Das heißt, ich muss noch sehr oft so ein Feld hier bestellen, wenn ich mir den Traktor wirklich nur kaufen kann, ohne Sozialpunkte. Ich brauche ja 20.000 Sozialpunkte auf jeden Fall für den Anhänger auch und 20.000. Eieieiei. Ist doch noch. Ich muss doch noch ein bisschen mit meinem. Mit meinem Kleinen hier. Ich muss doch noch mit meinem Kleinen ein bisschen durch die Gegend fahren. Dass das so schwer ist, hier sich neue Sachen zu verdienen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie haben sie hier nochmal was geändert. Wenn ich vielleicht irgendwann mal 2000 kriege für Erbsen, ja, dann scheppert's natürlich, aber dann brauche ich ja trotzdem über 150.000, um mir den Anhänger und den Trecker zu leisten. Und dann ist aber auch das Ganze trotzdem noch nicht fertig, weil ich bräuchte dann vielleicht einen größeren Grupper oder vielleicht einen besseren Düngerstreuer oder sowas. Das ist halt so eine Sache. Das Problem ist, ich muss definitiv mindestens noch zweimal mit meinem Traktor hier das Zeug abladen.
Eieieiei. Dass es so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht. Aber Sozialpunkte verdient man sich auch nicht so viel dazu. Ich hätte gedacht, früher war das einfacher mit den Sozialpunkten. Ich habe das ja schon mal privat gespielt ein bisschen hier. Und da war das alles nicht so kompliziert. Da hatte ich auch schon einen Traktor und einen Anhänger als neuen Sachen. Und die Gerste muss ich auf jeden Fall auch wegbringen. Aber das Feld ist ja auch nicht hier so... Ach Mann, ich habe schon gedacht, es klappt mit dem neuen Traktor. Aber da fehlt dann doch noch ein bisschen. Da fehlt dann ja doch noch ein bisschen. Also ich könnte auf jeden Fall 2 Wagenladung Erbsen jetzt schon wegbringen. Dafür wird es auf jeden Fall reichen. Dann würde ich nochmal 7, nochmal 14.000 dazu bekommen. Aber das reicht ja dann trotzdem nicht bei 56.000, weil die Sozialpunkte nicht ausreichen. Ach, das ist alles. Ich meine, ich komme zwar näher ran da. Das, was ich möchte. Aber der Rest braucht halt dann doch ziemlich lange. Ich meine, ich könnte das jetzt ernten lassen. Ich könnte das Feld da drüben schon pflügen lassen. Dass das gleich fertig ist. Aber das bringt mir ja nicht wirklich was, ne? Aber auf jeden Fall Haufen Erbsen hier drinnen. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Erbsen drin. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen warten und dann verkaufen, wenn der Preis noch ein bisschen höher steigt. Obwohl ich den halt doch schon ziemlich hoch finde jetzt. Aber ich möchte mir halt endlich wirklich so einen Traktor kaufen. Dann ist alles definitiv einfacher. Das Gerstenfeld muss ich ja auch noch abernten, bevor ich das dann gruppere. Und dann gibt es ja die Sozialpunkte. Ja, vielleicht machen wir auch die beiden Felder noch fertig. Was wir dann sehen, was im Endeffekt übrig bleibt. Ein Geld. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen, was dann im Endeffekt vielleicht übrig bleibt. Also über 10.000 haben wir schon drinne hier. Ja, ich fahre zu schnell, ist mir klar. Ach Mann.
Ich werde vielleicht offscreen dann die Ernte wegschaffen. Und dann seht ihr ja, wie viel Geld wir insgesamt haben. Das denke ich mal, ist eine gute Idee, dass wir das nicht zusammen machen. Da fahre ich ja nur hin, verkaufe das und fahre wieder zurück und verkaufe den Rest. Und dann können wir uns ja um das Gerstenfeld kümmern, dass wir das erst zumindest erstmal abernten. Und dann mal schauen. Ich brauche ja definitiv noch ein bisschen. Brauche ja noch ein bisschen Zeit, um das Feld fertig zu ernten. Aber das würde ich halt gerne mit euch machen. Zumindest das Abernten und dann kann ich ja. Selber das wegschaffen, verkaufen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch beim Fahrzeughändler wieder. Ich habe halt schon 11.000 drin, ne? Das sind auf jeden Fall 20.000 nochmal. Es reicht aber eigentlich auch nicht wirklich, um den Trecker komplett zu kaufen ohne Sozialpunkte. Weil 80.000 Sozialpunkte ist dann schon doch ganz schön heftig. Sozialpunkte ist ja doch ganz schön heftig. Ich weiß ja auch nicht, wie man die alle verdienen soll, damit man sich das leisten kann. Das ist echt schon heftig. Ich denke mal, zwei Runden vielleicht noch, dann ist das Feld auch fertig. Könnte ich das theoretisch gesehen bestellen lassen schon? Wie haben wir hier drin? 12.000, 13.000. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich schlafen gehe. Ob ich dann am nächsten Tag weniger oder mehr bekomme für Erbsen. Bei 1.400 ist halt doch schon ein ganz schöner, ist halt schon doch schon eine ganz schöne Hausnummer, wa? Das ist halt die Frage. Naja, das werden wir dann sehen. Ich werde dann das erstmal auf jeden Fall verkaufen fahren. Vielleicht noch zwei Anhänger voll. Ich könnte sogar dreimal dahin fahren. Bei dem, was ich da jetzt drin habe. Und 10% stehen hier noch irgendwo rum, das sind die da hinten wahrscheinlich.
0,3 habe ich noch. Ist das jetzt das hier vorne noch oder was? Okay. Das wäre also erledigt. Feld komplett abgeerntet. Okay, dann werde ich das Offscreen jetzt verkaufen und dann sehen wir mal, wie viel Geld wir gemacht haben. Und was wir uns dann im Endeffekt wirklich leisten können. Ich könnte jetzt auf jeden Fall im Moment... Ich könnte auf jeden Fall sagen... Das Feld fliegen. Und... kann ich nicht. Okay. Na, dann fliegt er halt erst das Kleine, ist in Ordnung. Gut, ihr Lieben, dann war es das für die Folge. Ich werde jetzt die 13.000 Tonnen hier verkaufen für 1.400 und dann sehen wir uns im nächsten Part und dann hoffen wir mal, dass wir die Gerste dort drüben noch ernten können. Also bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.